Moin moin miteinander und herzlich willkommen zurück zu Zack McCracken Between Time and Space. Ja, vor uns ist dieser komische, wabernde Pflanzenkopf. Und ansonsten Grube. Also Pflanzenkopf und Grube immer noch. Kann ich denn die Grube immer noch irgendwie untersuchen? Hier wurde ein tiefes Loch ausgehoben. Ich sollte nicht zu nahe herangehen. Mhm. Da scheint etwas drin eingesperrt zu sein. Eingesperrt? Öffnen? Die Pflanze mag eingegangen sein, aber der Kopf lässt sich nicht so einfach öffnen. Ach so. Eingegangen. Ich dachte, die schläft irgendwie. Hab wohl irgendwas nicht mitbekommen. Vielleicht aufbrechen? Es öffnet sich. Oh. Ein weiterer Sieg der Menschheit über die Kräfte der Natur. Ausgeführt von meiner mächtigen Hand. Leben die denn noch, oder? Vielen Dank. Sie haben uns gerettet. Keine Ursache, meine Herren. Ich vermute mal, dass Sie die Forscher sind, die hier gearbeitet haben. Richtig, ich bin Dr. Stefan Lundgren und bei meinem Kollegen handelt es sich um Professor Juri Kapowski. Wir sind Ihnen zu großem Dank verpflichtet. Mein Name ist Zack McCracken. Vielleicht können Sie mir als Gegenleistung ja auch einen Gefallen tun. Ja, aber natürlich, Mr. McCracken, sofern es unsere momentane Lage zulässt. Also, es reicht schon, wenn Sie mir ein paar Fragen beantworten könnten. Ja, welche Fragen wollen wir denn stellen? Übrigens, einer von den beiden ist wieder Klaus Götsch, ne? Nur mal so nebenbei. Wie kamen Sie in den Kopf dieser Pflanze? Was sind dies für merkwürdige Knochen? Waren nicht drei Forscher verschollen? Na gut, eins nach dem anderen, ne? Wie kam es, dass Sie im Kopf der Pflanze gelandet sind? Nun ja, Dr. Lundgren und ich hatten gerade diese interessanten Knochen entdeckt. Da kam dieser Pflanzenkopf wie aus dem Nichts. Und dann war plötzlich alles dunkel um uns herum. Glücklicherweise konnten sie uns befreien. Ich weiß nicht, wie lange wir es da noch ausgehalten hätten. Wir hatten keinesfalls damit gerechnet, dass unsere archäologische Expedition solche abenteuerliche Ausmaße annehmen würde. Was sind dies für merkwürdige Knochen? Wir haben diese Knochen noch nicht genauer untersucht. Auf Knochen dieser Art sind wir bei unseren bisherigen Forschungen noch nicht gestoßen. So, stammen die Knochen von einem Opfer der Azteken? Stammen die Knochen von einem Opfer der Azteken? Es ist zwar nicht ganz auszuschließen, aber ich denke nicht. Was hat es mit dieser Pflanze auf sich? Können Sie irgendetwas über dieses Pflanzenwachstum sagen? Leider nicht, aber ich hatte mal einen Kollegen, Dr. Levy. Er ist eine Koryphäe auf dem Gebiet der Pflanzenkunde. Es wäre sicherlich ratsam, ihn aufzusuchen. Wo finde ich ihn? Soweit ich weiß, wohnt er derzeit in Paris. Die Adresse weiß ich leider nicht. Okay. Aber da er ein Liebhaber von Fischgerichten ist, stehen die Chancen recht gut, ihn in einem Pariser Fischrestaurant zu treffen. Ihn sollten Sie fragen. Er kann Ihnen bestimmt weiterhelfen. Das werden wir auf jeden Fall tun. Die Frage ist, werden wir zuerst nach Paris fliegen später oder zuerst, naja, an den Strand, ne? Waikiki lässt grüßen. Wir haben ja die Feder mittlerweile. Nee, haben wir ja gar nicht. Die ist ja in den Urwald verschwunden. Ah, stimmt. Die Forscher. Die muss ich noch ausfragen. Waren nicht drei Forscher verschollen? In einem Zeitungsartikel habe ich gelesen, dass drei Forscher verschollen sind. Haben Sie noch einen Kollegen?
Nun ja, wir wissen nicht genau, wo er momentan ist. Sein Name ist Dr. Sanchez. Angeblich ein Forscher aus dieser Gegend. Ein mysteriöser Geselle. Er stand uns die meiste Zeit eher im Weg, anstatt uns konstruktiv bei den Grabungen zu helfen. Es schien fast, als ob er uns auszuspionieren versuchte. Nur wenige Stunden, bevor wir von der Pflanze verschlungen wurden, verschwand er einfach vom Grabungsareal. Naja, vielleicht wurde er selber aufgegessen, ne? Dr. Sanchez. Wie werden Sie Ihre Forschungen fortführen? Wir müssen das noch beraten. Wahrscheinlich werden wir zunächst einige Lebensversicherungen abschließen. Einige Lebensversicherungen, okay? Gleich mehrere. Ich denke, ich lasse Sie jetzt mit Ihren interessanten Forschungen allein. Auf bald. Nochmals danke für Ihre Hilfe und passen Sie gut auf sich auf. Wirklich weitergeholfen haben mir die Aussagen der Archäologen eigentlich nicht. Aber wenn ich hier fertig bin, sollte ich diesem Dr. Levy mal einen Besuch abstatten. Oh, hast du einen neuen Eintrag? Schauen wir uns mal unser Buch an. So, Mexiko. Ich wusste, dass alle Krabbeltiere hier etwas größer sind. Nur war mir allerdings die Existenz von haushohen, aggressiven Monsterpflanzen. Neu war mir allerdings die Existenz von haushohen, aggressiven Monsterpflanzen. Glücklicherweise konnte ich mich gerade noch vor einer retten. Das Gewächs des Schreckens ist tot, ausgetrocknet. Ich bin also doch nicht der Einzige, der unter dieser Hitze leidet. Ich höre dumpfe Stimmen. Befinden sich die Archäologen etwa noch im Pflanzenmaul? Wenn ich mich beeile, kann ich sie vielleicht noch befreien. So, das haben wir geschafft. Glücklicherweise kam ich gerade noch rechtzeitig. Einige Stunden später und es wäre mit den Forschern aus gewesen. Wieder mal war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Die Archäologen waren von diesem außergewöhnlichen Pflanzenwuchs genauso irritiert wie ich. Sie rieten mir, einen Fachmann in Frankreich ausfindig zu machen. So schwer kann das ja nicht sein. Endlich werde ich Paris kennenlernen. Na, okay. Aber noch werden wir nicht nach Paris. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass die Forscher mir irgendwie helfen, durch den Dschungel zu kommen. Komm, schaut mal, ich habe hier einen Schädel gefunden. Das ist definitiv nicht möglich. Und du? Tja, das macht leider keinen Sinn. Ja. Das sind die zwei Forscher. Ich habe sie aus dem Schlund einer gewaltigen, fleischfressenden Pflanze befreit. Ja. Hier, guck mal. Interessante Kakerlake. Idee, aber Kamasutra ist auch interessant und ich hab's noch nie probiert. Okay, haben wir irgendwas Neues hier? Grube. Also mit dem Sand konnte ich noch nichts anfangen und mit diesen Sieben auch nicht. Und Sieb und Sand ist irgendwie... Irgendwas kommt hier noch. Das hilft mir nicht weiter. Das sollten lieber die... Nein, da... Vielleicht Handknochen? Schade, das funktioniert... Nein, da hebe ich mir einen... Frische Wäsche. Ja, frische Wäsche. Schöne frische Wäsche. Ach, ich habe den anderen Knochen gar nicht mehr, ne? Ich wollte hier in den Topf einen Knochen geben. Das geht wohl kaum. Ja... Ich dachte, die Forscher helfen mir wirklich mit dem Dschungel. Sieht mir sehr nach Pro. Zu wackelig! Da oben liegt nichts. Zu wackelig. Na gut, okay, auf jeden Fall. Na, vielleicht soll ich auch noch gar nicht nach Waikiki. Es kann durchaus sein, dass das mit der Feder ein Gag war. Oder aber tatsächlich, dass ich hier noch irgendwas machen muss, was ich jetzt nicht weiß. Mir fällt auch echt nichts mehr ein. Keine Chance. Ich rufe lieber einen Pro. Diese Idee. Das ist leider nur Sand und. Zumindest kann ich jetzt nach Paris, das weiß ich. Aber ich wäre doch lieber nach Waikiki geflogen, muss ich sagen.
wäre lieber nach Waikiki geflogen. Nur ohne der Feder, macht das keinen Sinn. Ich habe jetzt auch nur diesen Schädel. Mit dem kann ich auch nichts anfangen. Na gut. Man kann ja nicht alles wissen und sich an alles erinnern. Okay, fahren wir also wieder zurück zum Flughafen. Außerdem ist das ja auch die schwere Version. Also Ticket. Moment mal. Feder? Ah, hier steckst du. So eine ungezogene kleine Feder. Na? Geht der Gag weiter? Nein. Eine schöne, glänzende Feder. Auf einer Ornithologenparty wäre ich damit der Renner. Jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich mit dem Dschungel? Also das Labyrinth im Dschungel, das lässt mich irgendwie nicht los. Irgendwas kommt da noch. Moment mal. Vogelnest? Feder. Das nenne ich kreativ. Ein schmucker Hut aus einer Feder und einem Vogelnest. Yeah! Okay. Das Vogelnest gibt ein... Man könnte es als... Du sollst es benutzen. Ziehe... Ich habe die Feder doch gerade erst hineingesteckt. Naja, okay. Ich habe noch kein Ticket. Ja. Ich bin ein bisschen schusselig gerade. So. Benutze. Jetzt könnten wir nach Paris, aber nein. Ich nehme doch lieber nochmal Honolulu. Oh, Paris ist günstiger, ne? Egal. Also Honolulu. Weil ich ja den Hut habe. Dann kann ich endlich zu Annie. Ich hoffe. Waikiki, ich komme! So, irgendwas Neues hier, vielleicht irgendwie bei den Kissen. Ich habe keine Zeit. Immer noch nicht. Also, ich weiß nicht, warum ich das mache, aber irgendwas wird unter diesem Kissen irgendwann nochmal sein. So, jetzt habe ich ja hier dieses Vogelnest mit Feder. Kann ich es hier benutzen? Das Vogelnest gibt eine verrückte, aber durchaus mögliche Kombination ab. Man könnte es als Hut benutzen, vorausgesetzt der Vogeldreck stört einen nicht. Der stört mich nicht. Schauen Sie nur, diese wundervolle Club-Kopfbedeckung. Oh, was für ein großes Ding Sie da haben. Angenehmen Aufenthalt, der Herr. Was für ein großes Ding. Okay, der Hut ist weg. Wieso trage ich jetzt den Hut nicht? Schade, ich hätte jetzt gedacht, dass wir ihn wirklich tragen. So, okay. Annie! Yes, und sie ist ganz alleine. Schlafender Mann. Strandgäste, Wasserball. Sonnenöl. Hey, ich habe keine Zeit zum Trödeln. Nicht frech werden, Zack. Na gut, Annie, komm. Das ist Annie. Ich kann immer noch nicht glauben, dass sie diesen Jack geheiratet hat. Annie... Erzähl mal. Hallo, Annie. Zack, was machst du denn hier? Ach, weißt du, ich war gerade in der Gegend. Na, das ist ja mal ein Zufall. Weißt du zufällig, an welcher Story ich zuletzt gearbeitet habe? Sag mal, Annie, weißt du zufällig, an welcher Story ich zuletzt gearbeitet habe?
Soll das witzig sein, Zack? Nein, im Ernst. Nein, im Ernst. Ich muss wohl hinter einer ganz brisanten Story her gewesen sein. Aber als ich am nächsten Morgen aufwachte, konnte ich mich an fast nichts mehr erinnern. Außer daran, dass ich nachts in einem Flugzeug... Ich glaube, du bist etwas durcheinander. Ein richtiger Urlaub könnte auch dir mal nicht schaden. Urlaub? Ich muss die Welt retten. Schon wieder die Welt retten? Ja. Du solltest endlich anfangen, weniger zu arbeiten, Zack. Ich würde gern deinen Ehemann kennenlernen. Ich las von deiner Hochzeit. Wie und wo hast du diesen Jack überhaupt kennengelernt? Ich habe ihn vor 2 Monaten auf einer Vernissage in Paris kennengelernt. Oh, wieder Paris? Ein traumhafter Urlaub übrigens. Jack ist so ein lieber, netter, zuvorkommender, sensibler... Langweiliger Waschlappen. Höflicher, ausgeglichener und besonderer Mensch. Ganz im Gegensatz zu mir, oder? Wie bitte? Ach, gar nichts. Sprich ruhig weiter über deinen französischen Halbgott. Wie süß. Bist du etwa eifersüchtig? Ein bisschen. Ich? Eifersüchtig? Dass ich nicht lache? Auf gar keinen Fall. Ich bin doch nicht... Ach komm, Zack, ihr habt zusammen die Welt gerettet. Ach, und ich dachte immer, es liegt dir was an mir. Ja, also, ganz so ist es ja nun auch wieder nicht. Ich bin, ich war schon in dich, also, so ein kleines bisschen... ja, also... Da hinten liegt er übrigens. Ihm war es hier zu schattig. Was denn? Diese Weißwurst da drüben? Bist du sicher, dass er Franzose ist? Mit der Hautfarbe könnte ja auch ein Caponia sein. Hör auf mit deinen Scherzen, Zack. Ach, schade. Yes, schade. Na gut, wir müssen sie auseinanderbringen. Was sagtest du, macht Jack beruflich? Er ist Kellner in einem Fischrestaurant und... Und? Der Job ist eigentlich nur eine Tarnung. Oh. In Wirklichkeit ist er nämlich Geheimagent. Oh. Das darf aber niemand wissen. Kellnernder Geheimagent lässt sich von charmantem Reporter die Ehefrau ausspannen. Oder wie wäre es mit heldenhafter Reporter verprügelt heiratsschwindelnden Agenten mit Riesenbaguette? Du hast wieder diesen Blick, als würdest du dir einen Sensationsbericht ausdenken. Ja, ein oder zwei. Wen? Jack? Nein, den Blick. Was hat denn Jack im Moment für einen Auftrag? Annie. Was hat Jack im Moment für einen Auftrag? Lass mich raten. Er ist gemeinen Sonnenölherstellern auf der Spur, die falsche Lichtschutzfaktoren auf ihr Produkt drucken. Nein. Er hat vor einiger Zeit einen Zeitungsbericht über den skrupellosen Besitzer eines Südseeklubs gelesen. Dieser Clubbesitzer könnte Kopf einer international operierenden Bande von Superschurken sein. Wow, erzähl mir mehr. Das hört sich nach einer fantastischen Story an. Sonnenstich am Südseestrand. Stümperhafter Scheinagent versemmelt todsicheren Auftrag. Mehr weiß ich auch nicht, aber du kannst Jack nachher fragen. Vielleicht verkauft er dir die Exklusivrechte. Ha, wie tarnt sich Jack? Kannst du mir ein paar Tipps geben, wie Jack es schafft, seine Tarnung als Kellner aufrechtzuerhalten? Ach, möchtest du in deinem nächsten Bericht die katastrophalen Zustände in Pariser Nobelrestaurants aufdecken? Wer weiß? Wer weiß. Oh. Also, hast du ein paar Tipps parat? Nun, schwierig ist es, den Einstellungstest zu bestehen. Man muss ein übervolles Tablett balancieren können. Da hilft nur Talent und Übung. Aber ein anderer wichtiger Punkt ist die Ausdrucksweise. Wenn man sie nicht beherrscht, wird man von der gehobenen Kundschaft ignoriert. Oh, das werde ich wohl nie schaffen. Na, zumindest für die Ausdrucksweise brauchst du nur mal ein gutes Fachbuch zu lesen. Dann fällt es einem gar nicht mehr so schwer. Ich bilde mich da selbst gerade fort. Ein Fachbuch. Schließlich will ich mich mit Jack nicht blamieren. Okay, du willst mich wohl veräppeln. Jetzt mal im Ernst mit der Geheimagentensache. Willst du mich veräppeln, oder? Yep. Yes! Super. Welches Buch liest du da gerade? Oh, das ist eins der Bücher aus Jacques Privatsammlung. Ein Buch über die französische Sprachästhetik. Schließlich wollen wir uns in Frankreich nicht blamieren. Okay. Wollte ich schon immer mal haben. Ein Buch über die korrekte Ausdrucksweise wollte ich schon immer mal haben. Ich würde es dir ja geben. Jacques hat es mir geschenkt und ich habe es schon 4-mal durch. Aber ganz ohne Lesestoff möchte ich hier nicht rumliegen. Gerade wo Jacques momentan so wortkarg ist. Vielleicht finde ich ja irgendwo einen Buchersatz.
Hier liegt doch ein Buch. Mal gucken. Okay, ich muss wieder los. Annie. Bis dann. Bis dann. Mach's gut, Zack. So, wir haben eine Zeitung. Vielleicht will sie meine Zeitung lesen. Hier, Annie. Guck mal. Ich habe eine Zeitung für dich. Hi, Annie. Möchtest du vielleicht eine Ausgabe meiner Zeitung lesen? Oh, gut. Hier, dann kannst du mein Buch haben. Ein bisschen Sprachästhetik kann dir nur gut tun. Danke. Danke, Annie. Jetzt siehst du wieder die richtigen Stories. Was ich dir noch sagen wollte, verlass sofort diesen französischen Pseudo-James Bond wieder und heirate mich. Zack, ja. Ich mache hier gerade Flitterwochen. Lass uns später über sowas reden. Oh, sie will über sowas reden? Okay. Okay, wenn du meinst. Na dann, bis bald. Mach's gut, Zack. Ah, wir haben sie so gut wie gewonnen. Okay, dann schauen wir mal. Theke, Bar, was haben wir hier noch alles? Wasserball. Palme. Eine schöne Palme aus Plastik. Oh. Nimm sie mit. Ich habe keine Säge oder sowas, um sie auszugraben. Ha. Klettern war noch nie meine Stärke. Okay, Palme aus Plastik. Handtuch, Jack. Rucksack, Sonnenöl. Schnapp dir mal das Sonnenöl, Zack. Ich will es ihm nicht einfach wegnehmen. Rucksack. Das sind sicherlich nur widerliche Bio-Vitamin-Kekse drin. Das letzte, was ich borgen würde. Benutze. Was würde der sagen, wenn ich mir einfach seine Tasche anziehen würde? Schade, das funktioniert. Das leider geht nicht. So lieber nicht. So lieber nicht, aber vielleicht anders. Handtuch? Das funktioniert nicht. Ha. Oh, Moment mal. Insel? Ein kleines Eiland, verlassen und unberührt. Ich gebe ihr ein Jahr, dann gibt es dort einen Flughafen. Super. Sicher, eine gute Immobilie. Schnapp sie dir, Zack. Theke. Es gibt weder eine Klingel noch sonst etwas, um den Barmann zu rufen. Dann machen wir Krach. Schade, das funktioniert. Immerhin, sie ist... Blank polierte Theke. Ich, Ja, du verzichtest, ich weiß. Bar... Öffnebar, benutzebar. Ein Cocktail wäre nicht schlecht, aber ich sehe niemanden vom Personal. Moment mal. Kann man hier vielleicht ein bisschen Spaß haben mit Jack? Allerdings steht auf der Vaseline-Tube, dass es bei starker Sonneneinstrahlung zu gefährlichen Entzündungen kommen kann. Wenn Jack etwas geschieht, bin ich dran. Ich behalte das lieber mal im Auge. Etwas später. Er hat sich gerade eingecremt. Alles scheint normal zu sein. Ah! Er brennt! Oh, oh mein Gott! Was habe ich getan? Annie! Oh mein Gott! Annie! Jack hat diese starke Sonne wohl nicht vertragen. Sag ihm bitte, dass er sich gut eincremen soll. Das würde ich ja gerne, aber... Aber? Aber es ist nicht mehr viel von ihm übrig. Viel später... Annie hat unter Tränen den Strand verlassen und ist abgereist. Ich kann es ihr nicht verübeln. Einäscherung am Märchenstrand. Kellner flambiert sich selbst. Ja, wir haben gerade einen Menschen getötet. Das ist aber, also, ziemlich Zack McCracken unüblich. Ist das so... Ist das so ich richtig? Ich glaube, er braucht es nicht mehr. Handtuch? Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht.
Das sind sicherlich nur widerliche Bio-Vit... Ha. Huh. Wieso kann man das Handtuch hier noch? Das ist wohl das Standard-Club-Handtuch. Hier ist auch noch ein Handtuch. Das Handtuch gehört dem Club. An dieser Stelle erinnere ich gerne an den Club-Kannibalen. Ja, genau, der Club-Kannibale. Gut, ich schaue auf die Uhr. Wir machen jetzt hier wieder ein kleines Päuschen. Ich bedanke mich fürs Zugucken und sage, bis bald. Ja, in der nächsten Folge, meine Güte, ich weiß nicht, ob das jetzt so tatsächlich sein soll oder ob das jetzt ein Blocker sein könnte, weil wir Jack nicht hätten töten sollen. Andererseits, er hat sich auch selbst getötet. Er hätte sich ja nicht eincremen müssen mit Vaseline. Ich sollte mich lieber etwas beeilen. Naja, wie dem auch sei, ja, in der nächsten Folge geht es weiter. Ich mache erstmal so weiter mit dem toten Jack. Ich denke mal, das wird schon okay sein. Und, ja, dann bis bald.